Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly. Unschwer zu erkennen, es liegt wieder der Block auf dem Tisch und zwei Stifte liegen hier. Die Kaffeetasse fehlt, den Kaffee habe ich schon ausgetrunken. Und daran seht ihr, es gibt heute wieder so ein bisschen Theorie. Das ist merkwürdig. Eigentlich wollte ich heute wieder so eine Praxisfolge machen. In der letzten Folge haben wir ja die Flugphasen besprochen. Ich hole das nochmal gerade hier hervor. Das muss an die Seite. Und das wesentliche Merkmal der Flugphasen war ja, so fand ich zumindest, dass wir dieses Fade-in, Fade-out haben an den Mischerausgängen. Also egal was passiert, durch Umschalten der Flugphasen, die Übergänge an den Mischerausgängen sind sozusagen stetig, nicht sprunghaft, mit entsprechenden Übergangszeiten. Das hatten wir uns das letzte Mal angeguckt und mit den Flugphasen ganz besonders verknüpft waren auch die globalen Variablen. Da wollte ich eigentlich in die Praxisphase einsteigen, aber wir brauchen auch Schalter. Und da sind natürlich die logischen Schalter eigentlich auch ganz wichtig, oder Logikschalter, wie sie in der deutschen Version heißen. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, noch eine Folge dazwischen zu schieben mit Papier und Bleistift und dem Simulator, um auf diese Logikschalter einzugehen. Ich finde das Wort Logikschalter ein bisschen unpassend und deswegen würde ich das ganze Thema dann eher virtuelle Schalter taufen. Jetzt habe ich aber genug geredet, sodass ihr wisst, worum es geht. Ich nenne die Überschrift also dann virtuelle Schalter. Also in HTX heißen die dann Logikschalter. Und diese virtuellen Schalter oder Logikschalter sind überall dort zu benutzen, wo wir auch oder wo ihr es gewohnt seid, mittlerweile physische Schalter einzusetzen, also so wie SA, SB und so weiter. Das Besondere an den logischen Schaltern ist eben, dass es keine physischen Schalter sind, wie der Name schon sagt, virtuelle Schalter. Aber sie erfüllen die Schaltfunktion von einem Zwei-Positionen-Schalter, sind also nicht als Drei-Positionen-Schalter zur Verfügung. Ja, bevor wir jetzt mehr hinmalen, schauen wir ganz kurz in den Simulator wieder rein und machen uns so ein bisschen mit dem Menü dort vertraut, was uns dort erwartet, damit wir die Elemente dann ein bisschen besser zuordnen können. Also die logischen Schalter oder virtuellen Schalter, die gehören zu einem jeweiligen, also können innerhalb eines Modells definiert werden. Und die finden wir unter dem Tab, was so aussieht wie so eine Wippe auf dem Kinderspielplatz. Aber das soll eben symbolisieren, dass wir hier einen Zwei-Positionen-logischen oder virtuellen Schalter zur Verfügung haben. Gut, da gehe ich mal drauf. Dann können wir hier logische Schalter hinzufügen. Wir können bis zu 64 logische Schalter definieren. Und wir fangen mal ganz klein an mit dem logischen Schalter Nummer 1. Und dann bekommen wir hier so ein Menü. Da oben steht Funktion, dann V1, V2, dann noch ein Aktivierungsschalter. Sowas kennen wir schon von Inputzeilen oder Mischerzeilen. Dann haben wir noch eine Dauer und eine Verzögerung. Ja, das Wichtige ist zunächst einmal Funktion V1 und V2. Was können wir da alles auswählen an Funktionen? Auch da spendieren wir uns mal ganz kurz einen kleinen Überblick. Da gibt es Funktionen, die sind hier beispielsweise beschriftet mit a größer x oder a kleiner x. Dann haben wir hier auch ein logisches und, ein logisches oder ein logisches exklusiv oder. Dann haben wir etwas, was hier als Puls bezeichnet ist. Ich würde das eher als Pulsvermessung bezeichnen oder titulieren. Also es erzeugt keinen Impuls, es kann einen Impuls erzeugen, aber es ist eigentlich dazu gedacht, um einen Schaltvorgang zu vermessen. Deswegen Pulsvermessung wäre vielleicht besser.
Dann haben wir hier auch noch a größer b, a kleiner b. Dann haben wir Delta größer gleich x oder Betrag von Delta kleiner, größer x, Entschuldigung. Dann haben wir noch einen Taktgenerator und dann haben wir noch ein SR-Flipflop. Also bis auf Puls, Takt und SR-Flipflop ist das alles relativ easy. Ich glaube auch, dass wir heute nicht so super lange brauchen. Hoffe ich doch zumindest, aber die Tücke steckt im Detail. Wie gesagt, vorbereitet ist es in dem Sinne nicht per Skript, sondern ich erzähle das jetzt hier und wir schauen einfach mal, wie lange das dauert. So, jetzt gehen wir wieder zurück aufs Papier, denn es ist nichts wichtiger, als sich so sozusagen die grundsätzlichen Verarbeitungsschritte auch nochmal in Form eines Ablaufdiagrammes klar zu machen. Ja, das erste, was wir haben, was wir in dem Menü gesehen haben, das war diese Funktion f. Die können wir wählen, also beispielsweise a größer x. Das ist jetzt meinetwegen eine Variante. Die können wir wählen und diese Funktion hat zwei Eingänge, nämlich v1 und v2. Und diese beiden Eingänge werden einfach miteinander verknüpft. Also sie werden verglichen beispielsweise, ob v1, was dann in diesem Fall für das a eingesetzt würde, größer ist als v2, was dann das x wäre. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir am Ausgang eben wahr oder falsch oder 0 oder 1 oder eben aus und an. Das sind die Informationen, die dabei rauskommen. Was können wir hier vergleichen? Das einfachste ist sozusagen eine Quelle zu vergleichen und eine Konstante. Als Quelle kann alles Mögliche dienen, zum Beispiel Input, Geber, Mischer, Output, was auch immer. Und Konstante, naja, das ist eben ein Zahlenwert, den wir dann da eintippen. Beispielsweise in dem Intervall von -100% bis +100% können wir jetzt irgendwas aussuchen. Ja, dann vergleichen wir das und wir bekommen die Information ja oder nein, aus oder an oder 0 oder 1. Wir können einen solchen logischen Schalter jetzt auch aktivieren. Normalerweise ist er aktiviert, aber wir können auch für diese Aktivierung, so schreibt man das, auch für die Aktivierung wieder irgendeinen anderen Schalter oder eine Flugphase, irgendeine binäre Information verwenden, damit dieser logische Schalter überhaupt seine Funktion aufnimmt. Dann haben wir als nächsten Block die Verzögerung, Delta T schreibe ich da mal hin, Delta T Verzögerung. Verzögerung und dann geht es, wenn man denn möchte, in einen Impulsformer, will ich mal sagen. Und da ist die Überschrift Dauer. Das heißt, aus dem dauerhaften Ein-Zustand wird beispielsweise ein Impuls, der nach einer gewissen Zeit Tau auch wieder ausgeht. Und das ist dann das Ergebnis des logischen Schalters als Wert 0, 1, True, False, an oder aus, wie immer wollt. Ja, das sind hier so einfache Funktionen, davon haben wir eine ganze Menge. A größer x, a gleich x, a ungefähr gleich x, a kleiner x. Wobei der Vergleich auch nicht unbedingt nur eine Konstante sein muss. Wir können also auch zum Beispiel zwei Quellen miteinander vergleichen, also einen Input mit einem anderen Input oder so etwas. Das geht dann auch und das würde zum Beispiel dann heißen a größer b. Also das x steht dann immer für eine Konstante und das b stünde dann für eine andere Quelle. Ja, da haben wir eine ganze Menge davon, wie gesagt, dann. Und dann haben wir auch noch die Boolschen Verknüpfung, also Und-Verknüpfung, also eine Boolsche Und-Verknüpfung, eine Boolsche Oder-Verknüpfung oder eine Boolsche XOR-Verknüpfung. Das bedeutet, wir haben als Eingang für diese Funktion keine Quelle oder keine Konstante, sondern eine Schaltinformation, ein Schalter. Wobei der Schalter ist wieder allgemein zu sehen. Das können logische Schalter sein, das können physische Schalter sein, das können Flugmodi sein.
Oder auch andere Informationen aus der Fernsteuerung, zum Beispiel, ob die Telemetrie vorhanden ist, ja oder nein. Sowas gibt es ja auch noch als binäre Informationen. Genau, das sind sozusagen die einfachen Dinge. Und dann haben wir vorhin in dem Menü schon gesehen, es bleibt übrig die Pulsmessung. Schreibe ich da mal ganz bewusst dahinter. Dann haben wir noch den Takt. Und dann haben wir noch SRFF. Das soll so viel heißen wie SR-Flip-Flop. Wer schon mal irgendetwas mit Digitaltechnik zu tun gehabt hat, der kann sich darunter was vorstellen. Wer noch nichts damit zu tun hat, gehabt hat, das macht auch nichts. Das klären wir jetzt gleich. So, wir fangen mal an mit den einfachen Funktionen A größer x beispielsweise am Simulator. Das ist ja ganz schnell erklärt, was da passiert. Ich wähle die Funktion. Ah ja, das ist nicht die erste Funktion, habe ich ganz vergessen. Die ersten beiden Funktionen sind noch a gleich x und a tilde x. A tilde x soll so viel heißen wie a ungefähr gleich x. Wir machen erstmal a größer x, diese hier. Ich nehme als Quelle beispielsweise mal hier mein Höhenruder. Also das ist der hier. Und vergleiche den einfach mal mit dem Wert 50%. Ja, das ist klar, was jetzt passiert. Ich denke, das ist jetzt trivial. Also wenn das Ding jetzt größer 50% wird, dann geht er an. Und wenn er da drunter ist, dann geht er wieder aus. Und zur negativen Seite passiert nichts, weil dann ja a, also das Höhenruder, negativ wäre. Also minus 100 bis minus 100% bis 0. Gut. Das war jetzt simpel. Wir können diesen logischen Schalter aktivieren, zum Beispiel mit SA nach oben. Also das ist jetzt der Fall. Das heißt, der funktioniert. Wenn ich SA jetzt wegnehme, auf Mittelposition zum Beispiel bringe, dann ist der ganze logische Schalter deaktiviert. Ich kann auch eine Verzögerung einbauen. Das heißt, wenn dieses Ereignis stattfindet, dass A größer B ist, dann wird dieses Ereignis aber um eine Sekunde beispielsweise verzögert und liefert dann das Ergebnis erst am Ausgang des logischen Schalters. Das probieren wir auch mal aus. Also eine Sekunde Verzögerung. Ich muss allerdings daran denken, dass ich den SA in die Aktivposition setze. So haben wir das jetzt. Und jetzt bringe ich schnell das Höhenruder in die 100% Lage. Dann dauert es aber trotzdem noch eine Sekunde, bis dann der logische Schalter aktiv ist. Achtung, jetzt geht's los. Zack. Eine Sekunde, genau. Interessant ist, dass der Rückweg sofort funktioniert. Also wenn ich loslasse, ist das sofort wieder weg. Das heißt, diese Verzögerung können wir noch festhalten. Die wirkt sich nur aus auf den Einschaltvorgang des logischen Schalters, niemals auf den Ausschaltvorgang. So, und dann. Ah, falsche Taste gedrückt. Jetzt haben wir noch hier die Dauer. Hier zum Beispiel mache ich auch mal eine Sekunde rein. Das heißt, es wird jetzt um eine Sekunde verzögert und dann wird daraus nicht ein Dauerein des logischen Schalters, sondern nur ein Impuls von. Ach, damit es unterschiedlich ist, mache ich einfach mal hier zum Beispiel 3 Sekunden. So. Also los geht's. Ich bringe Höhenruder nach oben und lasse es oben. Verzögerung, jetzt 3 Sekunden. Und dann geht es von alleine wieder aus, obwohl das Höhenruder noch oben ist. So, wenn ich jetzt ganz kurz nach oben mache, passiert gar nichts. Ja. Das ist vielleicht auch ein kleines Missverständnis. Man könnte ja jetzt sagen, der Schaltvorgang hat stattgefunden und trotzdem müsste dann mit einer Verzögerung von 1 Sekunde das an den Ausgang ausgegeben werden. Das ist aber jetzt sozusagen ein etwas falsches Verständnis von dem Thema Verzögerung. Es muss dann nach dieser einen Sekunde immer noch ein sein. Zack. So. Jetzt lassen wir es mal kurz einschalten und ich lasse es dann wieder rückfallen innerhalb dieser 3 Sekunden Impulsdauer.
Jetzt ist es der Fall, man sieht das, dass dieser Impuls dann doch dauerhaft ist. Also die Verzögerung, wenn ich, die kann ich unmittelbar wieder abschalten, den Impuls kann ich aber nicht abschalten. Das sind so Feinheiten, das muss man einfach mal ausprobieren, kann kein Mensch behalten. Im Zweifelsfall muss man das einfach mal testen. Und da würde ich euch einfach ermutigen, diese Funktionen jetzt hier mal auszuprobieren. Was interessant ist, ist zum Beispiel die Funktion a gleich x. Die hat so ein gewisses Schattendasein, weil sie in der Praxis eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich nehme wieder Höhenruder, 50%. Ich nehme die Aktivierung jetzt mal weg, sonst mache ich da noch irgendwelche Fehler. Die Dauer nehme ich auch mal weg und die Verzögerung nehme ich auch mal weg. Genau, also jetzt müsste dieser logische Schalter eingehen, wenn ich mit dem Höhenruder genau bei 50% bin. Ich versuche das mal zu erreichen. Ich kann ja hier im Simulator tatsächlich den Wert auch ablesen. Jetzt bin ich bei 50%, aber so, es gelingt mir, so ein bisschen muss ich hier in dem virtuellen Simulator das so ein bisschen nach oben schieben. Aber so richtig gelingt mir das selbst am Simulator nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es in der echten Fernsteuerung natürlich noch viel schwieriger ist, diesen Wert zu treffen. Deswegen benutzt man das eigentlich nicht, sondern man benutzt deswegen die Funktion ungefähr gleich. Die hat dann einen Toleranzbereich, ich glaube, von 2%, also minus 1. Also wenn ich das jetzt hier auf 50% setze, hätten wir dann das Intervall 2% um die 50 herum, also von von 49 bis 51. Und das gelingt mir jetzt auch tatsächlich zu treffen. Da bin ich dabei und dann ist das Ding ein. Jo, das war das. Was haben wir noch? A größer x haben wir besprochen, a kleiner x. Naja, das könnt ihr euch denken. Dann haben wir den Betrag von x. Betrag kennt jeder noch aus der Schule, ne? Also eine positive Zahl bleibt eine positive Zahl, eine negative Zahl. Da wird das Vorzeichen umgedreht, also aus minus 50 wird 50. Also wenn ich jetzt sage, Betrag von a, also Betrag vom Höhenruder, größer 50%, bedeutet das also im positiven Sinne größer 50. Upsala. Na, komm schon. Größer 50 und im negativen Sinne dann kleiner minus 50. Genau. Das kann ich auch umdrehen mit Betrag kleiner x. Hier brauche ich nicht zu demonstrieren. Und die anderen haben wir dann hier zum Beispiel auch a größer b. Da ist das Interessante, dass ich jetzt hier eine Quelle mit einer anderen Quelle vergleichen kann. Zum Beispiel Höhenruder mit Gas kann ich vergleichen. A größer B, also das Höhenruder müsste jetzt größer sein als das Gas. Das Gas ist hier rechts vertikal. Das steht jetzt hier bei 34. Und jetzt fahre ich also das Höhenruder langsam hoch und dann vergleiche ich das. Ja, ist eigentlich auch klar, wenn man das einmal ausprobiert hat. Und was dann noch spaßig ist, ist dieses Delta. Ich habe jetzt hier eingetragen, das Delta vom Höhenruder muss größer 10 sein. Delta ist also eine Veränderung innerhalb von einer Sekunde. Also es muss eine Veränderung von mehr, also von 10 oder mehr Einheiten oder Prozentwerte innerhalb einer Sekunde stattfinden. Dann, ach, schon wieder zu weit geklickt hier, dann geht der logische Schalter ein. Also wenn ich hier nur so ein bisschen hin und her mache, dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt über die 10 drüber gehe, dann ist er kurz ein, aber nach einer Sekunde normalisiert sich das Ganze wieder, weil dann steht ja mein Höhenruder wieder still und wir haben keine Veränderung mehr. Gut, das ist jetzt ein Delta. Die Veränderung muss jetzt also in positive Richtung stattfinden. Eine Veränderung in negative Richtung haben wir nicht, aber das können wir natürlich auch machen, indem wir sagen, der Betrag der Veränderung muss größer sein als zum Beispiel jetzt hier 10%. Also sowohl in die positive Richtung, da kann man es immer schlecht sehen, es wird zwar oben links auch gelb, aber hier kann man es besser sehen, oder auch in die negative Richtung. Genau. Und schon wieder falsch geklickt. So, was wir dann noch haben,
sind die boolschen Verknüpfungen wie das logische und. Da kann ich einen logischen Schalter bilden, der aus der Verknüpfung von zwei anderen Schaltzuständen besteht. Das können also sein physische Schalter, Trim-Buttons, logische Schalter, Flugmodi oder Telemetrieinformationen oder sonst etwas. Ja? Also wenn ich jetzt die Kombination SA und SB zum Beispiel als Unverknüpfung haben möchte, heißt das hier, dieser logische Schalter ist dann aktiv, wenn SA nach oben und SB nach oben ist. Ne? Also in diesem Fall. Okay. So. Das Oder ist jetzt das logische Oder, nicht das sprachliche Oder. Machen wir es wieder mit SA und SB. Das heißt also, mindestens einer von den beiden, SA oder SB, muss ein sein. Wenn beide aus sind, ist der einzige Fall, dass dieser logische Schalter dann aus ist. So, und dann haben wir noch das exklusive Oder. Das bedeutet so viel wie genau. Einer der beiden muss ein sein. Oder in anderen Worten, wenn sie unterschiedlich sind, ist der logische Schalter ein, ansonsten ist er aus. Okay, das waren die einfachen Klamotten. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Das haben wir alles besprochen, oder das meiste jedenfalls. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu dem am schwierigsten zu verstehenden Fall, und das ist die Pulsvermessung. Das erste, was dort auffällt, ist, dass dieses Menü dort anders wird. Wir haben bei V1 nach wie vor die Möglichkeit, nur eine Schaltfunktion einzutragen, also keine Quelle. Ja, also zum Beispiel Schalter SA nach oben. Das ist die einzige Aktivierung. Wir gehen gleich aufs Bildchen, da wird das aufs Papier, da wird es noch ein bisschen klarer. Und V2 ist offensichtlich was ganz anderes, da können wir hier zwei Zeiten eintragen. Verzögerung gibt es gar nicht. Und dann haben wir hier noch die Dauer und die Deaktivierungsschalter. Ja? Interessant ist jetzt, so sind die beiden Angaben bei V2, diese beiden Zeiten, die wir dort eintragen können. Und da schalten wir nochmal ganz kurz um zum Papier. Also die Pulsvermessung. So, die Impulsmessung. Das heißt Puls. Aber was wir machen mit dieser Funktion hier, ist, dass wir einen Impuls vermessen. Es spielt jetzt allerdings nur der Input V1 eine Rolle, und zwar dort nur als Schaltfunktion. Also wir müssen dort einen Schalter wählen. Im Beispiel hatten wir jetzt SA nach oben ausgewählt. So, und was wir jetzt messen ist, welche Dauer dieser Impuls hat. Das zeichne ich mal auf. Ich glaube, dann wird es noch klarer. Das ist wieder die Zeit. Das ist unser V1. In unserem Beispiel war das SA nach oben. Und ich kann jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt, kann ich ja den SA einschalten und ich kann ihn wieder ausschalten. Und die beiden Zeiten, die ich jetzt in dem Menü dort angeben kann, das ist einmal eine Zeit T1 und eine Zeit T2. Und was ich damit mache, ist, ich bestimme ein Intervall T1, T2, und in diesem Zeitintervall muss die Impulslänge liegen. Und zwar muss der Impuls mindestens T1 lang sein und darf nicht länger sein als T2. Das ist das, was ich damit meine. Ich messe einen Impuls, der durch einen Schalter entsteht, ob der einer gewünschten Form, also sprich einer gewünschten Einschaltdauer, entspricht. Ja?
Und wenn unser System dann feststellt, dass also dieser Ausschaltzeitpunkt dazu führt, dass wir so eine Impulsdauer haben zwischen T1 und T2, dann bedeutet das hier, diese Funktion ist aktiv. Ja? Das ist aber sozusagen so eine transiente Information, also das ist nur so eine Zustandsänderung. Deswegen brauche ich unbedingt, also Verzögerung gibt es ja in dem Fall gar nicht, deswegen brauche ich unbedingt noch die Angabe, wie lange dann der logische Schalter eingeschaltet sein soll, wenn dieses Ereignis stattfindet. Also das Ereignis ist, der Impuls von SA hat diese gewünschte Form, das ist das Ereignis. Wenn das System das feststellt, dann wird über die Ausgangspulsdauer, über diesen Wert eben ein Ausgangsimpuls ausgegeben. Also dieser Impuls, diese Impulsbreite hat nichts damit zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Angaben, die man machen kann. Okay, gehen wir nochmal in die Praxis. Schalte wieder um auf den Simu. Also Pulsvermessung habe ich hier eingetragen. Wir vermessen einen Puls an SA. Oder ich mache es mal vielleicht, das ist vielleicht für mich ein bisschen einfacher jetzt hier durchzuführen. Ich nehme T5 nach oben, Trim 5 nach oben. Das ist dieser hier. Und ich sage, der Trim T5, der muss mindestens eine Sekunde gedrückt sein und maximal, sagen wir mal, 4 Sekunden. Und dann soll am Ausgang ein Impuls der Länge 2 Sekunden entstehen. Das ist das, was das jetzt hier bedeutet, ne? Das ist T1, mindestens eine Sekunde, T2, maximal 4 Sekunden. Und wenn also dann dieser T5 wieder losgelassen wird, in diesem Bereich 1 Sekunde bis 4 Sekunden, dann entsteht am Ausgang ein Impuls von 2 Sekunden. Ja, so ist es. Okay, wir schauen uns das mal an. Also ich drücke T1, zähle mit und lasse dann los. 1. Ich muss mal das Piepsen ausschalten, das stört mich gerade. Wir haben ja schon über Flugmodi gesprochen und in dem gerade aktiven Flugmodus. Das ist der Flugmodus 0, weil der Schalter SA oben ist aus. Ich nehme aber jetzt hier einfach mal die Funktion als Trim mal weg. Dann piepst es auch nicht mehr. T6 hätte ich nicht machen müssen. Das war jetzt natürlich doppelt gemoppelt. Okay, also das gleiche nochmal. Ich drücke T5 für 2 Sekunden. Zack. 1, 2. Und jetzt haben wir am Ausgang dieses logischen Schalters den 2-Sekunden-Impuls gesehen. Jetzt drücke ich den T5 nach oben für, sagen wir mal, 5 Sekunden. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Und es passiert nichts. Das war jetzt also nicht in der gewünschten Impulsbreite 1 bis 4 Sekunden. Okay, wenn ich kürzer als 1 Sekunde drücke, passiert natürlich auch nichts, entspricht auch nicht das, was wir dort formuliert haben. Was kann man noch machen? Man kann hier die Zeitspanne T2 auf unendlich setzen. Unendlich ist also dieser Strich hier. Das heißt, wir brauchen einen Impuls, aber dieser Impuls hat eine Mindestbreite von 1 Sekunde. Darf aber beliebig lang sein. Also, ich drücke nochmal T5, zack, 1. Das hat schon ausgereicht. Ich kann T5 aber auch beliebig lang drücken. Und wenn jetzt der Ausschaltpunkt kommt, das sind jetzt vielleicht 15 Sekunden gewesen, ist das trotzdem jetzt okay. Genau. So, und etwas Verstecktes ist jetzt auch noch hier drin. Bisher habe ich ja immer einen Impuls vermessen, also es muss also der T5 musste eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden. Das war wichtig, dass auch das Ausschalten kommt. Wobei bei dieser Angabe eben T2 unendlich darf das Ausschalten zu einer beliebigen späteren Zeit kommen.
Ich kann aber hier auch, indem ich jetzt diese zwei Pfeile nach links drücke, das hier auf diese zwei Pfeile stellen. Und das bedeutet, dass auf das Ausschalten auch verzichtet werden kann. Also ich prüfe nur, ob T5 eingeschaltet wird und mindestens eine Sekunde eingeschaltet ist. Und dann kommt am Ausgang des logischen Schalters schon das Signal. Also wir schalten T5 jetzt ein und ich drücke immer noch und da war jetzt, jetzt habe ich dummerweise losgelassen, er war jetzt länger als eine Sekunde ein und dann kommt das Ausgangssignal und schaltet für zwei Sekunden dann an. Ich mache es nochmal, also ich drücke, nach einer Sekunde wird der logische Schalter aktiv, produziert einen Impuls mit zwei Sekunden, auch wenn ich T5 loslasse oder weiter gedrückt halte. Jetzt kommt der Impuls, geht wieder aus, ich halte weiter gedrückt, das spielt gar keine Rolle. Okay, das ist die Impulsvermessung. Genau. So, was wir dann noch an speziellen Funktionen haben, war ja der Taktgenerator. Taktgenerator ist wieder was Einfaches zu erklären. Ich denke, das versteht auch jeder. Das ist einfach ein Taktgenerator. Wir können hier eine Einschaltdauer definieren und eine Ausschaltdauer definieren. So machen wir es mal unterschiedlich. Die Dauer nehme ich mal weg, sonst irritiert das. Das bedeutet, wir haben hier einen Taktgenerator und dieser Taktgenerator liefert einen Takt und zwar immer eine Sekunde ein und zwei Sekunden aus. Das heißt, wir haben eine Periodendauer von drei Sekunden, davon ist eine Sekunde ein und zwei Sekunden aus. Den Effekt hatte ich schon mal im Simulator, ist das ein bisschen komisch, da tut es das erst nicht. Mal gucken. Ah, jetzt geht's. Keine Ahnung, woran das liegt, aber wir sehen jetzt, dass der so vor sich hin pulst dort. Taktgenerator. Natürlich kann ich diesen Taktgenerator an- und ausschalten, indem ich beispielsweise das wieder verknüpfe mit dem Schalter SA. Jetzt läuft er. Wenn ich SA wegschalte, dann ist der Taktgenerator aus. Ja, da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen, kann man ein Blinklicht mitschalten, was auch immer. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten von den ganzen Schalterdingern. Das ist das SR-Flipflop. Die Aktivierungsfunktion nehme ich auch mal wieder weg. Genau, das SR-Flipflop. Das SR-Flipflop müssen wir am Stück Papier besprechen. So, da ist das Stück Papier. Da ist kein Platz mehr. Meine Videokamera ist irgendwie weg. Immer passiert irgendwas. Ach Gott. So, dann müssen wir das mal eben hier nochmal neu einstellen. Ist immer noch nicht da. Der Ton geht aber noch. Ach, wie ist das immer ärgerlich. Ich weiß eigentlich auch, woran es liegt. Es ist so ein wackeliges USB-Kabel hier. So, jetzt haben wir es doch wieder. Okay, so. SR-Flipflop war das Thema. Genau, da blätter ich mal kurz um. Ja, das schreibt sich doof mit dem Spiral unten. Also, SR-Flipflop. Der Grundbaustein der Digitaltechnik. Man malt es meistens so hin, dass man so einen Baustein zeichnet. Der hat einen Eingang, der heißt S, einen Eingang, der heißt R. Das sind beides Schalteingänge. Dort können wir also beides mal die Information 0 oder 1 reingeben.
Und wir haben einen Ausgang, den bezeichnet man oft mit Q. Ja, und aus dem kommt auch wieder 0 oder 1 raus. Und das Interessante ist jetzt das Schaltverhalten von dem Ding. Und ist aber auch relativ einfach erklärt. Ich spare mir jetzt sozusagen die Details der Digitaltechnik. Ist ja eh uninteressant, weil wir das ja im Grunde genommen hier in Software nachgebaut haben, dieses SR-Flipflop, und gar nicht in Hardware vorfinden. Ich zeichne das einfach mal wieder auf der Zeit. Wir stellen uns hier vor, da haben wir das Signal S, dann haben wir hier das Signal R, und hier gucken wir uns an, was passiert an dem Ausgang Q. Und wenn man sich leicht denken kann, heißt der Eingang S so, weil wir das mit Set übersetzen, das heißt Einschalten von dem Flipflop, und R, Reset, schalten wir das Flipflop aus. Aber in einer besonderen Art und Weise. Nehmen wir mal an, das Flipflop ist aus, also Q ist 0, und zu diesem Zeitpunkt hier geht der Eingang S auf 1, also 1, da machen wir auch schon mal eine 1 hin. Und was dann passiert ist, dass der Ausgang Q auch auf 1 geht. Und der bleibt einfach auf 1, auch wenn das Signal S wieder zurückfällt. Also wir stoßen einmal das Flipflop an, das wechselt seinen Zustand, deswegen heißt es auch Flipflop, und bleibt dann einfach in diesem eingeschalteten Zustand. Auch wenn ich hier nochmal so einen S-Impuls sende, bleibt es einfach eingeschaltet. Ja? Genau, und wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt hier das R-Signal kommt, das Reset-Signal, ja, dann ist natürlich jetzt klar, was passiert. Ich habe schon viel geredet, dann geht das wieder zurück auf 0, bleibt auf 0, auch wenn nochmal ein Reset kommt, bleibt es auf 0. Ja, also das speichert die Information von dem S oder von dem R und wechselt danach seinen Zustand dann nicht mehr, wenn das gleiche Signal nochmal kommt. Deswegen heißt das Set, Reset, Flip-Flop. Was in der reinen Schaltungstechnik eigentlich sinnlos ist, weil da keine Speicherung eines Zustands stattfindet, ist, dass S und R gleichzeitig auf 1 sind. Man sagt auch manchmal, das ist ein verbotener Zustand für das in Hardware gebaute SR-Flipflop. In Software trifft es nicht zu. Da kann man sich was überlegen, was man dann macht. Und HDX hat sich dann dazu entschieden, dass man sozusagen dieses SR-Flipflop zu einem Toggle-Flipflop entarten lässt. Also wenn man Folgendes macht, wir haben S und R, wenn man beispielsweise die beiden miteinander verbindet, dann ist das bei HTX, dann ist das ein Toggle-Flipflop geworden. Also wenn wir das jetzt mal mit A bezeichnen, dieses Signal, und wenn wir jetzt hier A haben, wenn wir einmal diesen Impuls geben, dann wechselt das auf den Zustand 1. Und wenn wir nochmal den Impuls geben, jetzt bin ich zu weit, dann wechselt das wieder in den Zustand 0. Also genau immer bei der steigenden Flanke. Das nennt man dann ein Toggle-Flip-Flop. Das ist jetzt hier so ein bisschen nicht ganz korrekt gezeichnet, weil in der Schaltungstechnik könnte man das so nicht bauen. Aber HTX hat das in Software jetzt mal so gemacht, dass es ein Toggle ist. Okay, das probieren wir aus. Eigentlich ganz einfach. Den Begriff eigentlich habe ich heute, glaube ich, schon öfter verwendet. Wir gucken uns das am Simulator an. So, also ich nehme als Aktivierung, ich habe es ja jetzt schon eingerichtet, wir nehmen T5 nach oben ist Aktivierung und Deaktivierung, also das Reset ist dann T5 nach unten. So, perfekt. Genau, also einmal hier oben T5 gedrückt, geht das Ding an, nochmal T5 gedrückt, passiert nichts. Dann im eingeschalteten Zustand das T5 nach unten gedrückt, geht das Ding wieder aus. Es ist aus, nochmaliges Drücken von T5 nach unten macht also nichts. Also, da sieht man jetzt eigentlich auch schon eine Anwendung. Wir haben aus diesen zwei Positionen Tastern, T5
T5 nach oben, T5 nach unten, haben wir jetzt einen Schalter gebaut. Eine Form der Anwendung. Im Praxisbeispiel, wo wir das fortsetzen, was wir mit den Flugphasen und den Mischern gemacht haben, sehen wir auch noch eine andere Anwendung. Der Spezialfall, den ich eben erwähnt habe, wäre, dass wir beides mal T5 plus eintragen, also sowohl beim S- wie auch beim R-Eingang, haben wir jetzt denselben Schalteingang verknüpft. Und das ist etwas, was in der Digitalschaltungstechnik dann so nicht möglich wäre. Aber bei HTX hat es eben dann die Funktion von einem Toggle, also von einem Hin- und Her-Schalten. Sprich, also wenn ich jetzt T5 plus einmal nach oben drücke, dann ist es ein. Und wenn ich nochmal drücke, ist es dann wieder aus. Ja, damit habe ich aus einem simplen Taster so einen Toggle-Taster gemacht. Da wir die Trims ja frei definieren können, hat das also eine ganz nette Bedeutung hier bei HTX. Okay, so, jetzt glaube ich, haben wir alles besprochen. Also die einfachen Verknüpfungen haben wir besprochen, die Impulsvermessung, was jetzt zugegebenermaßen ein bisschen kompliziert war, und den Taktgenerator und das SR-Flipflop haben wir besprochen. Ah ja, bei dem SR-Flipflop haben wir natürlich auch noch Verzögerung und Dauer. Das ist jetzt aber klar, das folgt also genau auch dem Diagramm, was wir im Papier entwickelt hatten. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist, aber das muss halt jeder dann selber entscheiden. Wie gesagt, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Okay, das war's mal zum Thema virtuelle Schalter oder Logikschalter in HTX. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, ihr konntet was mitnehmen. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!